Hallo und herzlich willkommen bei Abtauchen mit Plötzlich Wissen. Einen zauberhaften guten Abend. Und Abtauchen mit Plötzlich Wissen ist mit der wundervollen Inga Marie Ramke. Hallo. Und mit Dr. Julia Schnetzer. Hallo. Und mit Dr. André Lampe. André Lampe. Hallo, einen zauberhaften guten Abend euch allen. Wo ist der Dugong? Dilan ist da hinten auf dem Schrank. Ja, er chillt. Ja. Er chillt wie immer. Das ist ja immer. Ist klassisch. Und Heike ist auch am Start. Heike ist auch am Start. Ist sie Vegetarierin? Ich habe sie aus der Grünpflanze hervorschwimmen sehen. Nee, aber sie hält sich gerne im Cape bald auf. Ja, versteckt sich. Sie ist ja noch klein. Ja, sie will ja noch wachsen und nicht gleich gefressen werden. Klein und rund. Klein und rund. Ja. Ja. Das ist gut, oberflächentechnisch. Ja. Du warst ja auf dem Wasser anstatt auf der Erde, Julian. Genau, du warst nicht auf der Erde, du warst auf dem Meer. Ich war auf dem Planeten Erde. Das meinte ja, okay. Ja. Ja. Hatte Erde in Form von Soil. Genau. Podilaton, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Zum ersten Mal gechattet. Willkommen in unserer kleinen Runde. Ihr hattet dieses Offline. Es war ja super. Ja, andere Dinge mussten getan werden und werden auch noch außerhalb des Stroms getan. Der Strom der Meere? Des Streams. Aber ich war aber auch nur halb offline, weil wir hatten ja doch ein bisschen besseres Internet als am Anfang gedacht. Das heißt, wer mir bei Instagram gefolgt hat, hatte ein bisschen Einblicke. Ja. Ja, du hast sehr viele Liegestütze gemacht. Ich habe sehr viele Liegestütze gemacht. Was? Genau genommen 4370. Das war nämlich genau die Anzahl der Seemeilen, die wir gefahren sind. Und wir hatten die Challenge, für jede Seemeile eine Liegestütze zu machen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir da waren. So 10 oder so, die mitgemacht haben. Im Endeffekt 3 haben es durchgezogen. Ja, die Sportler unter euch. Die anderen haben es versucht. Ja. Nur versucht, Das war eine Challenge. Ja. Ja, wir haben auch ein bisschen später gestartet. Das heißt, da mussten wir welche nachholen. Also so im mehr oder weniger im Schnitt waren es 200 Liegestützen am Tag. Oh, okay. Mehr das oder ist, weniger? Das ist ein Brett. Ja, es war am Anfang, die erste Woche war sehr hart, dann wurde es besser. Und dann die letzte Woche war auch noch mal hart. So kurz vorm Ziel war irgendwie noch mal hart. Aber das Ziel war schön. Einfach, um mal Platz zu finden. Ja, das Ziel sah sehr schön aus. Also ich habe dann ja die Bilder gesehen, wo ihr gelandet seid, als du am Strand rumgelaufen bist und so. Und das sah toll aus. Ja, aber wir hatten leider nicht, wir haben ein bisschen Pech mit dem Wetter. Also wir sind dann auf den Bahamas gelandet. Ein bisschen einen Tag früher als geplant, weil wir im Sturm ausweichen mussten. Und der Sturm hatte dann so ein bisschen, also es war echt noch so ein Tropensturm, der eigentlich im Dezember gar nicht sein sollte. Der hat auch irgendwie so Florida die Sau hart erwischt. Und und wir hatten dann halt da noch so die Ausläufer. Also ich war dann eben noch ein paar Tage auf den Bahamas und wollte eigentlich mit den Tigerhaien tauchen. Aber das hat leider nicht geklappt, weil die Wellen zu hoch waren. Die Tigerhaie sind ohne dich getaucht. Die sind ohne mich getaucht, ja. Aber ich habe immer ein paar graue Riffhaie durften. Also so, so wie Heike. In größer. Heike ist ein weißer Hai. Oh. Oh. Woher, wie machst du das denn fest? Jetzt so. Hast du dich in letzter Zeit mit weißen Haien beschäftigt? Ist es ein babyweißer Hai? Schon, ne? Kindchenschema passt auf jeden Fall. Ja. Ja, ne? Ja. Ja. Was hat dich auf die Bahamas getrieben? Und warum habt ihr. Mann! Ein Boot. Ja, wirklich! Sie wollte nicht ertrinken, einfach bis an Land draufgeblieben. Auf dem Boot.
Ja, wir haben eine wissenschaftliche Ausfahrt gemacht über den Atlantik, von Spanien, also quasi von Spanien runter zu den Kanaren, und dann sind wir quasi straight geradeaus über den Atlantik gefahren. Und das Hauptziel der Ausfahrt war eigentlich zu untersuchen Nano- und Mikroplastik im Atlantik, im nördlichen Atlantik. Und das heißt, wir haben dann Proben genommen, also wirklich vom Tiefseeboden bis hin zur Wasseroberfläche und sogar auch in der Luft und so. Und haben auch noch so quasi so Mikroströmungen gemessen und auch quasi der Grund, warum ich mit dabei war. Wir haben halt auch noch Experimente gemacht mit Sargassumalgen, die eben im Nordatlantik vorkommen, aber halt im Winter nicht so viel. Deswegen haben wir leider nicht so viel gefunden und konnten dann nur bedingt was machen. Genau, aber wir haben halt Experimente und Methoden getestet für die nächste Ausfahrt im Sommer. Na, Julia fährt wieder auf große Weg. Expeditionstour in ein paar Monaten. Genau. Das klingt super. Dann gibt es auch keinen Wintersturm. Ja, aber ich weiß nicht, was es da so gibt. Also da sind wir so in der Nähe in der Äquator. Ich weiß nicht. Also im Sommer sind eigentlich die Stürme, also deswegen vermutlich. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken, was da so passiert. Genau, aber wenn euch das so ein bisschen interessiert, dann könnt ihr mir auf Instagram folgen. Da habe ich immer schön in den Stories was gepostet. Aber ich muss, also ich weiß, Inga, ich glaube, du, also, nee, André, du bist ja nicht bei Instagram, aber ich glaube, Inga hat das schon Genau. ein bisschen verfolgt. Genau, das Problem ist halt so ein bisschen, dass ich darf quasi keine Wissenschaft posten, ohne das vorher abzusprechen mit dem Fahrtleiter oder Fahrtleiterin. Und das war mir oft zu anstrengend, deswegen habe ich dann nur Sonnenuntergänge oder Sonnenaufgänge gepostet. Weil ich keinen Bock hatte, Videos zu machen und dann erstmal abklären zu müssen, ob das geht oder dann Leute drauf sind. Da musst du alle Leute fragen, ist es okay, wenn ich das poste und so. Das war mir einfach oft zu anstrengend. Deswegen. Okay, ich schmeiß Ja. mal Julias Dingenskirchen hier. Wenn ihr Instagram habt, Instagram. dann macht doch mal, falls ihr es noch nicht eh tut. Ja, Also Julia Spaceball hat. fragt, was machen Julias Algen? Die leben noch, aber sie sind gerade zu weit weg. Aber Na, die wo leben der Hai und sind hinschwimmt. immer noch. Sie haben meine Abwesenheit überlebt. Das kann man von meinen Also ja. Zimmerpflanzen nicht behaupten. Ja, meine haben es auch fast alle überlebt, weil meine Mitbewohnerin gut aufgepasst hat, netterweise. Ja, meine auch, alle außer Genau. eine. Ja, bei mir eine hat es. Einer Ja. hat es nicht überlebt, aber der Rest schon. Ja. Das ist die Quote. Ab Das sofort Hotel, nur ja. Trockenblumen. Ja, die werden dann zu Trockenblumen dann unter Umständen, ne? Nicht. Aber by the way, wir sind nicht aus Versehen zur falschen Jahreszeit gefahren, sondern die Ausfahrt ging um Plastik. Es ging nicht um die Algen. Aber weil da auch die Algen sind, wurde das quasi genutzt, um da schon mal Methoden zu testen für die Ausfahrt im Sommer, damit man dann Sachen perfektionieren kann, damit die im Sommer gut funktionieren. Falls da nicht ein Sturm kommt. Wir sind nicht aus Versehen gefahren. Ups. Das heißt also, Aus Versehen zur der falschen Jahreszeit. Plastikteil hat gut funktioniert. Also du darfst nichts über Wissenschaft sagen. Achso, nee, aber nee, das hat gut, also Also das ja, hat gut okay. funktioniert. Ich kann dir jetzt nichts sagen, weil ich habe jetzt, also ich habe keine Datenauswertung oder so dazu. Und letztendlich weißt du ja erst am Ende, wenn du die Ergebnisse hast, ob es Ja. wirklich gut funktioniert hat. Aber so, der erste Eindruck war gut. Schön. Ich habe auch, komme ich da gerade hin? Oh. Ja, du schaffst es. Ich glaube an Perfekto. dich. Ja, ich habe eins habe ich erwischt. Ich habe Tiefseeboden mitgebracht. Oh, cool. Wie Cool. tief? Von allen Stationen. Der ist jetzt von 4.170 Meter. Cool. Von der atlantischen Mitte. Klingt richtig gut. Das ist ganz cool. Ich habe so von verschiedenen Boden welche mitgenommen. Und das ist ganz geil, weil die Farbe sich so ändert. Also die werden immer dunkler. Aber es hat alles so ein. In die Richtung von Quasi. Amerika? Also was meinst du mit Ja, immer dunkler? genau. Der Boden wird in die Richtung von Amerika dunkler. Also immer mehr, sag mal, wie so Milchkaffee,
immer mehr Kaffee haltig. Ah. Und du hast auf Insta ein Video gedreht, wo du mit dem Finger reingepappt hast und gemeint hast, boah, so scheiße kalt. Hat mich beeindruckt. Ja, mich auch, deswegen wollte ich es mit euch teilen. Das war abgefahren. Das ist auch immer, wenn du die Wasserproben nimmst, je tiefer du gehst, desto kälter wird dann halt die Flasche, die du hältst. Und du kannst das so richtig spüren, das ist schon cool. Wie Ja, aber kalt es war war auch das? Habt ihr fast. das gemessen? Wie kalt Ja, der Kühlschrank da oben ist? so 2 Grad. Ja. Dann unten. In der Regel ist das Wasser so 2 Grad kalt, ja. Also wirklich wie wenn du in so Schnee langst. Das war schon Da. abgefahren. Und dann, wenn ich mir dann vorstelle, dass da irgendwo noch so ein schwarzer Raucher ist und dann so mit 600 Grad daneben bläst, so vom Temperaturunterschied. Ja. Interessant. Ja, die haben wir leider nicht gesehen, aber wir haben auch einmal, also Atlantischen. Und es ging nicht, weil wir wirklich an so einer Gebirgskette waren und es gab quasi kein Sediment und keinen geraden Boden, wo wir eine Probe nehmen konnten. Und dann sind wir aber eine Stunde quasi mit dieser Kamera da lang gefahren. Das war ziemlich cool. Und haben uns da quasi die Steine angeguckt, bis dann aufgegeben wurde, weil kein flacher Boden gefunden wurde. Und da haben wir den ersten Tiefseefisch dann auch gesehen. Cool. Was für einer? In etwa? Ein Redtail. Jetzt muss ich googeln, wie die auf Deutsch Aber heißen. ihr habt dann quasi, also da darf man sich nicht vorstellen, dass ihr einmal nur blind proben, sondern es war dann wirklich mit Roboter und Kameras und da wurde dann eine Probe genommen. Also Also schon recht aufwendig, nicht oder? mit. Also nicht mit Roboter, Grenadierfisch heißt der genau, auf Deutsch. Nicht mit Roboter, sondern du lässt quasi so ein Gestell runter und es funktioniert so ein bisschen wie so ein Plätzchenausstecher, kann man sich das vorstellen. Und da ist aber eine Kamera dran, weil du schon eben den Boden sehen musst, wo du hinzielst. Und das wird dann runtergelassen auf ja, eben so 4000 Meter. Das dauert dann, keine Ahnung, 1,5 Stunden oder sowas, bis das Ding unten ist. Und dann kannst du dich natürlich, ja genau. Dann kannst du dich natürlich auch nur bedingt bewegen, also mit dem Schiff nur ganz langsam. Das heißt, du guckst schon vorher, wird der Boden vermessen, um eine gute Stelle zu finden. Aber genau, das geht halt auch natürlich nur im gewissen Rahmen. Und wenn du dann eine gute Stelle hast, dann wird das abgesetzt, also wie gesagt, wie so ein Plätzchenausstecher, in den Boden reingedrückt und dann geht quasi so Eine Klappe. eine Klappe genau runter und dann wird das wieder hochgezogen und dann dauert das wieder 1,5 Stunden oder so, bis es oben ist. Deswegen dauert diese ganze Prozedur halt dann ja 4 Stunden. Und das heißt, du hast halt auch nur einen Shot. So, ne? Weil du hast natürlich, die Zeit ist sehr begrenzt. Wir hatten immer so 20, 22 Stunden, die wir an der Station sein konnten. Weil du musst ja an einem bestimmten Tag auch im Hafen sein und so. Genau, deswegen hast du halt auch nur den einen Versuch und wenn der nicht klappt, dann hast du Pech gehabt. Und du musst dann nebenbei nicht nur eine Sedimentprobe, sondern du hast ja gesagt, aus verschiedenen Wassertiefen habt ihr dann auch Proben genommen und das lief dann auch Ja, über aber sowas? genau, aber das ist quasi, ja, genau, ja, aber das ist quasi so eine Rosette, nennt man das, wird da ins Wasser gelassen, mit so Flaschen dran, die werden halt, das wird dann auch runtergelassen auf, keine Ahnung, 5000 Meter und dann ziehst du das hoch und stoppst immer kurz und dann geht eine Flasche zu oder zwei Ach Flaschen zu. so. Und dann ziehst du es hoch, dann hast du das Wasser aus der Tiefe, dann ziehst du es hoch, stoppst wieder, du sagst halt vorher, welche Tiefen du haben willst und das dauert aber halt auch, wie gesagt, wieder, keine Ahnung, 1,5 Stunden, bis das Ding unten ist und dann hochziehen und so. Genau, dauert das halt auch wieder 3 Stunden oder sowas. Wir hatten dann noch Pumpen dran, es muss ja immer noch 6 Stunden im Wasser sein und die Pumpen haben dann noch gearbeitet und so. Genau, aber deswegen ist das alles so sehr langwierig und man muss viel auch warten. Also einmal Das ist so ein warten bisschen mit Logik. Zeit vergehen lassen und warten mit Geräte reparieren, nehme ich an. Nee, Geräte reparieren, das war eigentlich nicht so das Ach Problem. so, Also wir okay. hatten auch sehr, sehr fähige Leute an Bord und so. Also wenn was kaputt war, die haben das immer sehr schnell fixen können. Genau, du hast ja auch immer Ingenieure und sowas an Bord. Also die können schon was. Die Crew. Cool. Das ist eigentlich auch ganz geil, weil also ich meine, du wohnst halt auf dem Schiff und dann hast du da halt irgendwie, ja. Keine Ahnung, dein Koch und ein bisschen der Steward, der sich so um alles so, ja, ich sag mal, der Steward ist so ein bisschen die Mama, auf jeden Fall. Mhm.
und ja, und Ingenieure und keine Ahnung, weißt du, so, du hast wohnt quasi mit zusammen und es sind aber auch alles fähige Leute. Und das heißt, wenn irgendwas kaputt ist, dann weißt du auch, zu wem du gehen musst und dann wird es einfach repariert. Das ist schon ganz geil. Wie groß war eure Besatzung? Ich glaube, die Crew waren 13 Leute, glaube ich. Ja. Und genau. Also die Crew vom Schiff und die anderen, die dann noch dazugekommen sind, wie viele wart ihr insgesamt? Also insgesamt waren wir 24 Leute. Ah, okay. Also dann 10 Wissenschaftler, dann noch quasi ein Science-Ingenieur und dann noch 13 Leute Crew. Genau. Aber waren alle total cool. Ja, und es ist halt auch eigentlich eine ganz gute Größe, weil es sind halt irgendwie schon genug Leute, dass du Abwechslung hast, sag ich mal. Aber auch so eine kleine Gruppe, dass es halt sehr, sehr familiär ist. Auch. Mhm. Nach einer Zeit. Genau. Und waren alle total nett und haben uns sehr gut verstanden. Ja. Dass ihr alle gegessen hattet, was alle essen wollten. Bitte? Außer als ihr alles aufgegessen hattet, was alle essen wollten. Es gab doch irgendeinen Mangel an irgendwas zum Essen oder Trinken oder Bier. Ich weiß nicht mehr, was ihr... Es war eine trockene alkoholfrei, Fahrt. Ja, aber... Genau, alkoholfreies Bier ist ausgegangen nach 2 Wochen mit Chips. Genau. Das weil wir haben immer Bar gespielt. Damit hat keiner gerechnet. Es gab so eine Bar. Und da haben wir immer nach dem Abendessen haben wir uns da immer hingesetzt und haben alkoholfreies Bier getrunken. Und nach 2 Wochen war das dann alle. Und damit ist aber auch die Bar gestorben. Also wir haben das dann nochmal versucht. Ohne alkoholfreies Bier, aber es hat nicht funktioniert. Mit Saft oder so, es hat nicht funktioniert. Ja. Ja. Und wir dachten einmal, dass die Nutella alle wäre, aber war gut. Mhm. Das war. Da war eine kleine Krise, aber. Okay, alkoholfreies Bier, Leute, das, aber nur jetzt ist der Spaß vorbei. Apropos, ich habe ein alkoholfreies Bier und André, kannst du mir erklären? Ja, weil weiß ich nicht. Ja, warte, pass auf. Diese Flasche alkoholfreies Bier, die hat Bier bis hier. Was? War aber, als ich sie gekauft habe, komplett voll. Und ich habe sie eben, ich hatte sie liegend in meinem Kühlschrank aufbewahrt. Ja. Und es gab unter dem Flaschenrand so eine Dripstelle. Das ist so eine Art Malzbier, also so ein dunkles Bier. Ich habe das Gefühl, das muss verdampft sein. Aber als ich die aufgemacht habe, die Flasche, hat sie trotzdem noch diesen Kohlenstoffplop gemacht. Ich verstehe es nicht. Es ist Physik in meinem Kühlschrank. Keine Ahnung. Irgendwo hat sich das, ja, verdampft im Kühlschrank. Und es ist trotzdem noch Kohlensäure hier drin, glaube ich. Moment. Also. Das klingt mysteriös. Ich würde sagen, Inga, das klingt danach, als ob, wenn du sagst, auch da war so ein Drip, dass da einfach langsam was rausgelaufen ist. Ja. Dann muss ja die Kohlensäure nicht weg sein, deswegen. Nö. Ja, es muss irgendwie so, ja. Die Kohlensäure. Aber so lang. Die Kohlensäure, es macht ja plopp dann, wenn der Druck nachlässt. Wenn da eine Dripstelle ist und es langsam über Stunden und Tage rausgeflossen ist, muss das nicht heißen, wenn das dann halt immer Tropfen für Tropfen, muss es nicht heißen, dass der Druck in der Flasche abgenommen hat, sondern es ist einfach nur Volumen rausgetropft. Und der Druck hat sich angeglichen, weil dann wieder ein bisschen was von der Kohlensäure, die gelöst ist in der Flüssigkeit, dann in Gasform übergegangen ist und der Druck gleich geblieben ist, sodass Arbeitshypothese, sage ich jetzt mal. Ja, doch, könnte so sein. Auf jeden Fall ist es so lange vor sich hin getropft, dass das so langsam war, dass nur an dieser einen Stelle so ein Zuckermalzfleck ist, aber nicht, es hat sich nicht bis ins Gemüsefach runtergetropft. Das heißt, es ist sehr langsam rausgetropft. Ja. Ist es im Kühlschrank halt langsam auch verdampft. Quasi. Ja, ja. Also anstatt sich die Sachen zu räuchern, habe ich sie verbiert. Verbieren lassen. Ja, egal. Okay, gut. Das wollte ich kurz mit euch. Physikalische. Ja. Sachen. Und was ich in der Zwischenzeit gesehen hatte, ich bin ja Ewigkeiten weg gewesen. Ich habe mir vorher einen Adventskalender gekauft, weil ich Adventskalender toll finde. Ja. Vor allem, wenn da kleine Plastiksachen drin sind. Und den gibt es ja jetzt nicht mehr, den Adventskalender, weil Advent ist ja vorbei. Aber ich habe festgestellt. Nicht mehr. Ja, ist der, ist ja der explodiert? Nein. Ist der Jahreswechsel, Adventszeit ist vorbei. Nein, so jetzt auch nicht. Aber es ist ein Adventskalender von Playmobil gewesen
Und ohne jetzt doll Werbung machen zu wollen, zu spät, da ist ein Sägefisch drin. Ja. Ein Sägefisch, ein kleines Korallenriff mit einem Clownfisch und einem, das darf Julia jetzt mal kurz analysieren, ich weiß den Fachausdruck von diesem Fisch nicht. Hier, kannst du das sehen, Jules? Ja. So ein gelber, ist ein Doktorfisch vielleicht? Nee, wie heißt die nochmal? Das ist der Kahn von Findet Nemo. Ach so, ja, das kann sein. Aber wie heißt, stimmt. Aber wie heißt denn? Außerdem gab es noch ein Halfterfisch heißt ihn. Ein Halfterfisch. Hm. Also Korallenriff, Halfterfisch, Clownfisch, Säge. Nee, ist es vielleicht auch ein Schwert? Warte mal, ich zeige es dir für die Analyse. Was für ein Fisch soll das wohl sein? Boah, ich kann es nicht wirklich so richtig erkennen. Schwertfisch ohne Zähne vielleicht? Schwertfisch ohne Schwert? Naja, das ist ja vielleicht ein Schwert. Oh, okay. Ich kann ja mal die Nummer suchen, vielleicht haben die das. Ja, sag nochmal die Nummer, dann mache ich das mal gerade. Die Nummer ist, die Produktnummer ist Playmobil 30 ja. 65 39 45. Leopardenfamilie. Hä? Nein, auf keinen Fall. Vielleicht muss man dazu noch sagen, dass es der Adventskalender von Wildtopia ist. Ah, man muss, zusammenschreiben. Ist ein Schwertfisch. Ja. Ja, okay, habe ich nicht gefunden. Das macht ja nichts. Ich habe Schwertfisch Playmobil gegoogelt und da kam der. Also. Ah ja. Okay, dann haben wir das. Außerdem gibt es noch ein undefiniertes Playmobil Krokodil. Wildschwein günstig kaufen. Es gibt auch noch ein Flamingo als salzwasseraffines Tier vielleicht. Und ein Seepferdchen. Das habe ich, glaube ich, leider nicht im Set. Ich habe aber einen Eisfisch und ein paar Igel und zu meiner hellen Freude ganz hinten Werbung für andere Tiere. Es gibt ein Manatee-Set. Oh. Ja. Das macht natürlich aber Lust auf... Nee, kein Dugong-Set. Das sind hier alles... Oh, wir haben... Manatees. Auf den Bahamas wurde ein Manatee gesichtet, aber ich habe es nicht gesehen. Ja. Oh. Hm, wäre sonst eine Familienzusammenführung gewesen, fast. Ja. Ich glaub, der hätte mich sicher erkannt. Absolut. Ja, der hätte gedacht. Hätte versucht, knutschen. Geil, Julia. Ja, hätte es auf jeden Fall. Ja, das wäre bestimmt klar gegangen. Manatee auf den Bahamas, interessant. Das ist ein weiter Weg. Hm. Ja. Nee, das ist nicht so weit. Das ist super nah an Florida. Ach so. Dann war das wohl als Ausflugsziel. Das. Ach so, Manatee. Nee, ich dachte Dugong. Ja. Dugong. So, ja. Nee, falsche Landesteil. Falscher Erdteil. Ja. Naja, ich war dem Erdteil, in dem es Dugongs gibt, in der Zwischenzeit. Und war da auch am Strand und habe da Tiere gesehen. Weil wir haben ja Inhalte vorbereitet. Die Inga, ganz ohne so, ich war in Indien und ich habe da Sachen gesehen und da würde ich jetzt gerne drüber sprechen, weil ich habe das vorbereitet. Ja, dann fangen wir auch einmal an. Inga hat ja vorhin schon mir eigentlich die Vorlage gegeben. Aber ja, eigentlich, du kannst auch anfangen. Du hast ein Babyhai dabei. Der Babyhai heißt Der Hai direkt, Heike. Direkt Inhalte. Ja, wer will? Direkt Inhalte. Ja, Babyhai. Okay, ich starte. Ja, warte. Ja, mach einmal Blub. Gibt es nicht Baby Shark als Video dazu? Das gab doch mal so ein Baby Shark. Ich denke, es ist ganz klarer Copyright-Claim. Es wurde aber auch vorhin im Chat schon an. Irgendjemand hat es angesungen. Mm. Ich gucke gerade nochmal. Ah, hier, kleiner Hai, dumm, dumm, ja. Wer hat's gesungen?
Spaceball. Ja. Sofort geschaltet. Ja, sofort geschaltet, weil vielleicht ihr seid ja alles total meeresinteressierte Menschen und vielleicht habt ihr das auch vor 2 Wochen mitbekommen, dass ein Baby weißer Hai gefilmt wurde. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit. Ja. Tada! Überhaupt gesichtet. Weil tatsächlich noch nie ein Baby weißer Hai lebend gesehen wurde oder ein frisch geborener weißer. Die Frage, wann, wie lange ist man ein Baby? Ab wann spricht man von Baby? Da ist er. Eike ist auf jeden Fall schon lange ein Baby. Ja. Ja, die wird auch nicht mehr viel größer. Musst du mal mit Algen füttern. Vielleicht wirkt das. Ich glaube, das Zimmer ist zu klein. Was? Der Lebensraum ist nicht groß genug. Ja, würde stimmt. Nicht reinpassen, wenn sie passt sich. Ja. Wie groß ist ein groß, ist ein weißer Hai? Als Baby? Als Baby? Als Baby, ja. Und ausgewachsen. Ich weiß es beides nicht. Auf jeden Fall wird weißer Hai ist scheiße groß, ne? Ja. Ja, so 6 Meter. Dieser da, der lächelt. Als Baby, nein, ausgewachsen. Ja. Ausgewachsen. Und als Babyhai, also der da gefilmt wurde, den haben sie, glaube ich, auf 1,20 Meter geschätzt ungefähr. Also man weiß ja nur, also das Ding ist, dass man über weiße Haie, man weiß nicht, wo die gebären. Das ist Shark-Café? Nee, im Shark-Café nicht. Das ist die Sexorgien-Region. Weiß man auch nicht genau, ne? Weiß man auch nicht genau, ist eine Vermutung. Genau. Also das Weiße Hai-Café ist so mitten im Nordpazifik zwischen Kalifornien und Hawaii. Für die Leute, die das nicht wissen. Und da schwimmen immer einmal im Jahr die ganzen weißen Haie hin. Also die weißen Haie aus der Nordpazifik-Population. Und hängen da rum für einige Zeit und man weiß nicht genau warum. Aber die Vermutung ist, dass die sich da paaren, weil danach schwimmen die dann immer wieder zur Küste Kaliforniens und so im Spätsommer, Herbst rum kommen dann eben vermehrt, ja, da habe ich einmal eine Karte. Junge weiße Haie dort. Genau. Ja. Das ist ein Blutfleck, die sind total blutrünstig. Oder Japan. Ja. Ist umgezogen. Genau, und dann findet man halt an der Küste so ab Santa Barbara bis runter Baja California, das ist quasi diese ganz langgezogene Peninsula da. Ja, genau. Da findet man dann halt vermehrt kleine, also junge weiße Haie. Und deswegen hat man schon immer vermutet, dass wahrscheinlich die dort auch geboren werden, aber man hat es halt noch nie beobachten können. Und genau, man weiß, ja. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das Ding ist, genau, dieser weiße Hai, der wurde jetzt, also der wurde vor einem halben Jahr ungefähr gefilmt. Ne? Das wurde jetzt erst publiziert vor 2 Wochen. Deswegen kam es dann groß in die Presse. Aber gefilmt haben die das, ich glaube, im Juli, ich weiß nicht mehr genau die Zahl, das Datum, ich glaube im Juli oder so, in der Nähe von Santa Barbara. Also ah. Südkalifornien. Sieht man auch, wir können gleich in das Paper reingucken, da zeigen die auch, wo die den gefilmt haben. Und was auch spannend an dieser Sache ist, ist, dass das eigentlich quasi ein YouTuber entdeckt hat. Oder gefilmt hat, und zwar ein YouTuber, ich habe den, glaube ich, auch schon mehrmals hier im Stream empfohlen. Und zwar heißt der The Malibu Artist. Und der filmt so seit 4 Jahren mit Drohnen weiße Haie vor der Küste von Kalifornien. Und das sind super coole Videos, die auch einfach richtig schön sind zum Ansehen. Und also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich vielleicht haben wir sogar mal ein Video hier geguckt. Ich glaube schon, dass wir, ja, ich... Der ist schon öfter erwähnt. Ich denke. Genau, und der hat sich halt dann zusammengetan mit einem Haiwissenschaftler, einem PhD-Student. Und die haben dann schon auch gezielt danach geguckt, weil dem halt aufgefallen ist, dass es so eine spezielle Region gibt, wo immer wieder eben so im Spätherbst, Spätsommer, Herbst sehr große weiße Haie sich tummeln, die eventuell schwanger sein können. Ja. Und deswegen haben die da schon gezielt auch um die Zeit geguckt und haben dann eben geschafft, dieses Video aufzunehmen, wo erstmal so ein
großer, dicker, weißer Hai war. Der ist dann irgendwie und kurz danach kam dann dieser kleine, weiße Hai hochgeschwommen. Und genau, und ist dem gleich aufgefallen, weil der eben so weiß ausschaut. Ne? Also ich finde immer, die sagen immer so, oh, der ist total weiß. Ich finde den gar nicht so total weiß. Ich finde eigentlich eher, dass der so hellgrau aussieht. Ja. Aber ihr seht, genau, aber ihr seht, man sieht halt quasi diesen weißen richtig. Und ihr seht auch hinten an der Schwanzflosse, da sieht man ja so einen grauen Streifen. Ja. Weil dieses, warum der so weiß ist, auf dem ist irgend so eine Schicht drauf. Und während der geschwommen ist, ist die auch abgegangen. Das konnten die halt beobachten. Ah, das und, ist wahrscheinlich, dass er, also die, bei Säugetieren gibt es die Käseschmiere, die auf den Säuglingen drauf sitzt bei der Geburt. Genau, also Haie sind ja keine Säugetiere. Ja. Aber, genau, es ist jetzt, also in dem Paper ist es so, dass sie jetzt natürlich, sie können nicht mit sich, es wurde nicht gesehen, dass dieser Hai geboren wurde, ne? Mhm. Das heißt, sie können nicht beweisen, dass das wirklich ein frisch geborener weiß. Aber sie haben halt quasi zwei Hypothesen, die sie aufgestellt haben. Und zwar eben das eine, dass das ein frisch geborener weißer Hai ist. Und das, aber da komme ich gleich nochmal zu, dieses Weiße auf ihm drauf, quasi, ja, so, ich sag mal, so Milchschleim aus der Mutter ist, mhm, und von der Geburt kommt. Oder dass der eine unbekannte Hautkrankheit hat. Das ist die zweite Möglichkeit. Mhm. Und genau. Und sie argumentieren für Hypothese 1, also dass der Hai frisch geboren wurde. Was eben dafür spricht, ist genau, zum einen, also diese Schicht, das Ding ist, Haie, haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, gibt quasi drei Arten, wie Haie sich ja reproduzieren. Und zwar gibt es die Oviparie, das heißt, die legen Eier. Das machen vor allem Katzenhaie, ne, und da kommen, legen Eier ab und dann kommen da die Babyhaie raus. Dann gibt es die Ovoviviparie, das heißt, die Haie legen Eier, also die haben Eier, aber sie legen die nicht, sondern brüten die im Bauch aus. Und dann kommen die Haie, werden dann quasi lebend geboren. Aber es ist so ein Zwischendrin-Ding, weil die eigentlich in den Eiern sich entwickeln und dann quasi im Bauch aus den Eiern rausschlüpfen und dann aus dem Bauch rausschlüpfen. Und dann gibt es die Viviparus-Haie, zu denen eben auch die weißen Haie gehören. Und genau, und da ist es halt, ja, also so ein bisschen eher wie bei Säugetieren, ne? Also das heißt, die haben, ja, da entwickeln sich die Embryonen im Bauch, die haben auch einen Dottersack, aber nicht mehr so eine Eischicht. Und genau, und da ernähren die sich irgendwie vom Dotter oder die essen auch manchmal die anderen Embryos, gibt es auch bei manchen Arten, zum Beispiel beim Tigerhai. Und die Mutter produziert aber eben auch so eine Uterusmilch sozusagen und das ist so eine gelbe, milchartige Flüssigkeit. Und da ist die Theorie, dass das eben auf diesem Babyhai drauf sein könnte, dass das diese weiße Schicht ist. Was dann auch dafür spricht, dass das eben Babyhai ist, ist eben diese Sache, dass das eben an einem Ort gefilmt wurde, wo immer diese großen, dicken Haie zu der Zeit, wo man von ausgeht, dass die Haie geboren werden, rumhängen. Dass das genau in dem Gebiet ist, was auch vermutet wird, dass das eben die Geburtsstätte für die weißen Haie sein könnten. Genau, dann ist der Hai auch noch, hat auch noch die Größe, wie eben, ja, ein Babyhai, so? Frisch geborener Babyhai haben sollte, weil man kennt natürlich, also man kennt halt eben von toten weißen Haien, die gefangen wurden, wenn die schwanger waren, dann hat man halt, ne, sich die Embryonen im Bauch angeguckt. Und hat halt eben gesehen, so eine, bei Embryonen, wo sie der Meinung sind, dass die wahrscheinlich jetzt kurz vor der Geburt gestanden sind, dass die eben so ein Meter, 1,20 Meter lang waren. Und ein Punkt, der eben auch noch dafür spricht, sind die Flossen. Und zwar, das sieht man jetzt auf diesem Bild nicht so gut, aber ihr könnt euch das Video auch nochmal selber angucken. Vor allem die Rückenflosse, die ist sehr abgerundet und die anderen Flossen auch. Und das ist eben typisch für diese Babyhaie. Dass die quasi spitzer werden, die Flossen, das kommt dann erst ein bisschen später im Leben. Und wahrscheinlich, also für
steht jetzt nicht im Paper, sondern das ist jetzt mein Gedanke, dass es Sinn macht, dass du quasi runde Flossen hast bei der Geburt, dass du nicht hängen bleibst, dass du besser rausflutschen kannst, sozusagen. Genau. Und genau, das spricht eben alles für diese Babyhai-Theorie und für die Theorie, dass das eine Hautkrankheit ist. Ist es so, dass tatsächlich so Albinismus bei Knorpelfischen nur 62 Mal beschrieben wurde und gesehen wurde. Also es ist unglaublich selten. Und genau, und das also quasi so, dass die Hautfarbe beeinflusst wird, dass das irgendwie durch Umweltverschmutzung oder Temperatur passieren kann, wurde auch schon mal berichtet. Aber der Punkt ist ja, dass dieser Hai, der hat ja eine Schicht drauf. Das konnten die halt sehen im Video, dass der auch abgeht. Wir sehen das ja auch auf dem Bild, ne? Und dass der darunter eine normale Haut hat. Das heißt, die Haut ist nicht selber verändert, sondern da hängt irgendwas drauf. Und das heißt, wenn der eine, ja, wenn das irgend sowas ist, dann hat der halt eine Hautkrankheit. Die Indizienbeweise deuten auf eine frische Geburt hin. Ja, genau. Ja. Also ich würde sagen, ja. Und genau, und das Ding ist, die Malibu Artists, genau, die haben das jetzt als Paper veröffentlicht, die haben aber auch auf YouTube bei ihm, kann man sich das Video angucken von dem Hai. Und die haben Ich schmeiß mal den Link von seinem YouTube-Kanal kurz in den Chat. Genau. Da könnt ihr dann mal raufgucken. Also und für die, die sich das hier jetzt auf YouTube angucken, wir werden natürlich in der Videobeschreibung das Zeug verlinken, aber wir haben nicht das Okay, die Videos zu zeigen. Genau, und das Paper ist auch Open Access, könnt ihr lesen, wenn ihr wollt. Und sonst, die beiden haben halt noch ein total nettes Video gemacht, wo sie quasi eigentlich ihre Findings diskutieren. Das findet ihr auch bei ihm auf dem Kanal. Und das ist auch super nice, also weil sie eben auch einfach erklären, ja, wie eben dieses Video zustande kam. Also was ich jetzt auch so ein bisschen erzählt habe, dieses, dass die halt das schon länger beobachtet haben und da gezielt gesucht haben und so. Und jetzt wollen sie natürlich dem Ganzen nochmal nachgehen. Das heißt, die wollen im Sommer machen jetzt nochmal größere Expeditionen und versuchen mehr Babyhaie zu filmen und so. Also es ist sehr spannend. Und genau. Und es ist auch ganz süß zu gucken, das Video, weil es auch so aussieht. Der Hai schwimmt zu hoch und dann kommt die Nase so an die Wasseroberfläche. Also es sieht so aus, als ob er total erschrickt, als ob er das erste Mal quasi über Wasser kommt und dann schwimmt er ganz schnell wieder runter. Genau. Guckt euch das ruhig mal an. Das ist quasi biologische Mondlandung der Haiforschung. Ja, und hier im Paper sind dann auch, hier ist auch nochmal, wo das alles war, also mit irgendwelchen Karten, genau, und so. Also, und hier Screenshots aus den Videos. Genau, das sind quasi, die dicken Mama-Haie. Mhm. Da sieht man auch, dass die dick ausschauen. Genau, und oben bei der Karte, wo der weiße Stern ist, da wurde das Video gedreht. Und genau, und die anderen weißen Punkte sind da, wo man eben vermehrt junge Haie immer gefunden hat. Genau, und es ist halt super wichtig, das zu wissen, wo solche Geburtsorte sind, weil weiße Haie auf der roten Liste und sind geschützt. Und wenn man weiß, wo diese Orte sind, dann ist es eben wichtig, um die zu schützen, ist es wichtig zu wissen, wo solche Orte sind, damit man eben genau da dann eben vor allem aufpassen kann, dass die dann nicht irgendwie durch Fischerei zu Schaden kommen und dass die Mütter da auch Ruhe haben. Ja, genau. Cool. Das war schon die Babyhai-Geschichte. Schön. Soll ich noch irgendwas zeigen? Haben wir alles habe ich alles verlinkt? Könnt ihr euch angucken? Und Paper habe ich auch in den Chat reingetan. Ist Open Access, kann man sich also einfach auch so angucken. Aber es sind vor allem die Fotos drin und diese Karte. Länger ist es jetzt nicht. Und so ein bisschen Conclusion. Also ist ein kurzes Paper, aber reicht ja für dieses eine bedeutende Ereignis. Ja, voll. Ja. Sehr schön. So, Inga. Ja? Willst du? Kann ich gerne machen. Also, ich war in der Zwischenzeit in Indien, deswegen gähne ich jetzt auch, weil in Indien ist es 4,5 Stunden später, mitten in der Nacht gerade. Ah, ja, und okay. Ich war unter anderem in Goa am Strand und habe davon ein paar Bilder mitgebracht. Mhm.
Hier gibt es noch eine Frage von Hobbit der Große zum letzten Thema. Sind Haie wirklich schon seit Ewigkeiten von der Evolution abgekoppelt, wie oft behauptet wird? Dann stellen wir doch erstmal die Frage. Abgekoppelt? Dass sie sich nicht mehr weiterentwickeln, oder was? Der Hai ist ausentwickelt. Ja, abgekoppelt von der Evolution ist nie irgendwas. Nein, dass die sich seit mehreren Millionen Jahren nicht mehr groß verändert haben. Ja, das sagt man immer. Das stimmt schon. Also, dass die schon sehr gut angepasst sind auf ihren Lebensraum. Aber andererseits der Mac, den wir natürlich eigentlich auf der Ausfahrt die ganze Zeit gesucht haben. Das war das Hauptziel der Ausfahrt. Der Megalodon? Achso, ja, aber den haben die doch gerade neu vermessen, theoretisch, oder? Was? Welcher Megalodon? Der ist ausgestorben. Der war nicht... Welcher? Ja, der Megalodon. Ja, der Große. Von dem man noch Zähne findet. Der Riesenhai. Ja, der ja, okay. Der sein Gewiss auf der Welt verteilt. Aber Inga hat gerade gesagt, der wurde auch gerade neu vermessen. Ich so, deswegen wollte ich fragen, welcher jetzt genau, wovon sprechen wir? Weil ich hab, was das angeht, glaube ich, nur gefährliches Halbwissen. Deswegen... Welcher jetzt genau? Warum auf der Auffahrt? Wo war er? Habt ihr ihn dabei gehabt? Er ist tot. Kurz gefasst. Gott sei Dank. Er ist tot. Ja. Schon lange. Schon ein bisschen länger tot. Er hat aber sein Gebiss auf der Welt verteilt. Ah ja. Bevor er gestorben ist. Während er gestorben ist. Seine Zähne. Seine Zähne. Ja, seine Zähne. Ja. Aber ich habe irgendwann so ein Paper gelesen, dass die Form des Hais diskutieren vom Megalodon, wie der jetzt wirklich ausgesehen hat. Ja, ja klar, also man hat von dem nur Zähne und so ein paar Wirbel, deswegen weiß man nicht, also ging man immer davon aus, dass er wahrscheinlich wie so ein weißer Hai ausgestellt wurde, dass es vielleicht doch nicht so weißer Hai-mäßig ist, sondern auch ein bisschen anders. Und auch über die Größe wird viel diskutiert. Also mein letzter Stand ist, dass sie eigentlich sagen, dass er so maximal 20 Meter groß gewesen sein kann, weil quasi Knorpel nicht mehr aushält. Also weil größer nicht wirklich geht mit dem Knorpelskelett. Was dann irgendwann gecrushed wird. Aber ja, also man kann quasi nur, die haben die Zahngröße und dann nimmst du halt Haie, die jetzt leben und daran, also vor allem weiße Haie, schätzt du quasi an der Größe der Zähne, wie groß der Hai war. Das ist eigentlich alles, was sie machen können, weil sie nichts mehr haben an Skelett, um das zu schätzen. Das ist halt, hat, sagen wir mal, ein paar dicke Fehlerbalken damit bei. Und Hobbit der Große sagt auch, vielen Dank für die Antwort, ich versuche mir das zu merken, dass kaum verändert nicht heißt, dass sich keine evolutionären Veränderungen mehr haben können. Ja, schön zusammengefasst. Ja. Ja, ist ein Parodontosehai. Klassischer Parodontosehai. Klassischer Parodontosehai. Ja, aber zu der Zeit, als der lebte, waren wahrscheinlich Interdentalbürsten auch noch nicht erfunden. Ich glaube nicht. Ja. Nee. Dann. Aber ist sehr wichtig. Interdentalbürsten sind sehr wichtig. Richtig. Sagt meine Zahnärztin. Für die Zahngesundheit. Ja, von der Zahngesundheit können wir jetzt auf die Strandgesundheit. Die Strandgesundheit. Übergehen. Die Strandgesundheit, genau. Das ist hier eine Frage ans werte Publikum. Was fällt euch an diesem Strand auf?